Der AI-Act birgt natürlich sehr viele Chancen, birgt die Chance, dass wir tatsächlich zuverlässige AI in unserer Wirtschaft in Europa implementieren, dass wir auch darin Maßstäbe setzen, über Europa hinausgehend. Er birgt aber zugleich auch Risiken, nämlich auch Risiken der Überregulierung, was fast so schlimm ist wie Unterregulierung. Wenn man durch Überregulierung wiederum Systeme verhindert oder womöglich auch Menschen einschränkt, wo sie eigentlich ihre Meinungsfreiheit, ihre Redefreiheit, ihre Gestaltungsfreiheit hätten. Trustify wird dazu insofern einen essentiellen Beitrag leisten, als wir die Idee, die der AI Act setzt, Zertifizierungen zu schaffen, also technische Prüfungen vorschreibt, umsetzt und dieses Zertifikat durchführt. Und das tut bisher sonst außer Trustify noch niemand.